Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Online-Kurs. Wir haben bereits gelernt, wie das Grundschema einer Kosten- und Leistungsrechnung aussieht. Wir haben unsere Kosten, die wir unterteilen können nach Kostenarten und auch nach Gemeinkosten oder Einzelkosten. Also einzelne Kosten, die man einem Produkt zusortieren kann, oder Gemeinkosten, die erst über weitere Verrechnungen auf Produkte verrechnet werden können. Also das Ziel einer Kosten- und Leistungsrechnung wäre, dass alle Kosten auf alle Produkte übertragen werden. So kann man sicherstellen, dass der Umsatz auch wirklich alle Kosten deckt, wenn man diese Berechnungen als Grundlage nimmt zur Unternehmensführung, zur Preisgestaltung. Schauen wir uns das heute einfach mal an einem Beispiel an, dieses Kalkulationsschema. Die Berechnung wird natürlich komplexer, je komplexer die Produkte sind. Wenn ich nur ein Produkt habe, dann ist ganz klar, wenn ich alle Kosten zusammennehme und die auf die Produkte, meinetwegen 100 Produkte, die ich produziert habe, die alle gleich produziert werden, teile, dann weiß ich, welche Mindestpreise ich ansetzen muss, um die Kosten zu decken mit meinem Preis, mit meinem Umsatz. Wenn ich zwei Produkte habe, wird das schon ein bisschen komplexer, und wenn ich drei, vier, fünf verschiedene Branchen habe, verschiedene Facetten von Produkten, dann wird das noch komplexer. Schauen wir uns in einem Beispiel einfach mal die Zuschlagskostenkalkulation an für zwei Produkte. Stellen wir uns mal einen Betrieb vor, der zwei Produkte produzieren möchte. Produkt A 1000 Stück und Produkt B 3000. Dann rechnen wir mit Material-Einzelkosten, also Kosten für Rohmaterial für das eine Produkt von 5000 Euro, also für die 1000 Stück, für Produkt A und 35.000 Euro für Produkt B. Dann haben wir Fertigungseinzelkosten, also das sind dann die Maschinenkosten, die pro Stunde benutzt werden, um den Werkstoff zu bearbeiten, oder auch Personal, der dafür notwendig ist, in Höhe von 20.000 und 80.000 für die Produkte. Und dann haben wir noch ein paar Gemeinkosten, nämlich Materialgemeinkosten 40.000. Das sind zum Beispiel Personalkosten für den Wareneinkauf, weil die Waren natürlich gemeinsam eingekauft werden und dann auch nicht einzeln einem Produkt zugeordnet werden können. Also Materialgemeinkosten in Höhe von 40.000 Euro. Fertigungsgemeinkosten in Höhe von 120.000. Das könnte zum Beispiel die Produktionshalle sein, wo alles gemeinsam gefertigt wird. Dann Verwaltungsgemeinkosten, die ohnehin immer anfallen, in Höhe von 15.000. Und Vertriebsgemeinkosten in Höhe von 30.000 Euro. Berechnen wir anhand der Daten einfach mal die Selbstkosten und die Stückkosten für unser Produkt A und B. In der Aufgabenstellung hatten wir Material-Einzelkosten gegeben, also Einzelkosten, die direkt den Produkten zugeordnet werden können, und Gemeinkosten. Das ist ja genau die Unterteilung, die wir in der Kosten- und Leistungsrechnung im Grundschema schon gesehen haben. Produkt A waren es hier 5.000 Euro und Produkt B 35.000. Die Zuschlagskostenkalkulation verteilt jetzt einfach die Gemeinkosten, die hier sind, durch einen Zuschlag. Deswegen auch der Name. Wir haben insgesamt 40.000 Materialgemeinkosten. Die werden jetzt im Verhältnis 5 zu 35 auf A und B aufgeteilt. Das mache ich mit einem Zuschlag, indem ich 40.000 teile ich durch 40.000. Hätte ich einen Zuschlagssatz von 100% und multipliziere das jeweils mit den Beträgen, und dann sind die Materialgemeinkosten bei Produkt A 5.000 und bei Produkt B 35.000. Davon die Summe ergibt meine gesamten Materialkosten. Also 10.000 Euro und hier 70.000 Euro. Das gleiche auch mit den Fertigungskosten. Ich habe Fertigungseinzelkosten, die ich einzeln zusortieren kann, und wieder einen Zuschlagssatz, der nur für die Fertigung gilt. Deswegen bezieht sich der Gemeinkostenzuschlagssatz auch nur auf die Fertigungseinzelkosten und nicht auf die gesamten Kosten, die wir jetzt schon verrechnet haben. Also wir haben in der Aufgabenstellung Fertigungseinzelkosten in Höhe von 20.000 bei A und in Höhe von 80.000 bei Produkt B. Insgesamt haben wir Fertigungsgemeinkosten in Höhe von 120.000, die wir wieder im Verhältnis 2 zu 8 verteilen wollen. Also teilen wir unsere 120.000 durch die Summe, durch die 100, hätten einen Zuschlagssatz von 120%. Das multipliziert mit den 20.000
sind hier 24.000 und hier 96.000. Habe ich also in Summe meine 120.000 verteilt auf Produkt A und B. Davon wieder die Summe ergibt meine Fertigungskosten. Hier sind das 44.000 und hier 176.000. Die Materialkosten summiert mit den Fertigungskosten, also 10.000 plus 44.000, sind meine Herstellkosten. MK plus FK, hier noch einmal hingeschrieben. Also hier habe ich 54.000 an Herstellkosten und hier 70.000 plus 176.000. Das sind meine 200, bin ich wieder verrutscht, 46.000. Und nun kommen wir zu Zuschlagssätzen, die nicht mit Fertigung oder Material zusammenhängen, sondern allgemeiner Natur sind, nämlich die Verwaltungsgemeinkosten. Die fallen auch für alle an und werden genauso im selben Verhältnis wie die anderen Zuschlagssätze aufgeteilt. Wir hatten hier Verwaltungsgemeinkosten in Höhe von 15.000 Euro und die verteilen wir wieder im selben Verhältnis von A zu B, 54.000 zu 246.000. Also die 15.000 geteilt durch die Summe ist unser Zuschlagssatz wieder, 300.000. Das ist also ein Zuschlagssatz von 5%, multipliziert mit den 54.000 ergibt das 2.700. Und 5% multipliziert mit 246.000 ergibt meine 12.300. Meine Vertriebsgemeinkosten, die beziehen sich auch wieder auf die Herstellkosten als Verteilungsmechanismus. Hier hatten wir 30.000, die verteilt werden sollen auf das Verhältnis. Also 30.000 geteilt durch 300.000 sind 10%. Multipliziert mit 54.000 und dem sind hier einmal 5.400 und hier 24.600. Und diese drei Ziffern addiert, ergibt in Summe die Selbstkosten, SK. Also hier sind es dann 62.100 Euro und hier drüben, das rechnen wir auch zusammen, diese drei Ziffern, ...282.900. Nun, das sind die gesamten Kosten für Produkt A. Wir wissen, wir können mit den Kosten 1.000 Stück von Produkt A herstellen. Haben wir also Stückkosten von Produkt A in Höhe von 62,10 Euro. Und bei Produkt B stellen wir mit den Kosten 3.000 her. Haben wir also einen Stückpreis von 94,30 Euro. Und damit haben wir unseren Marktpreis. Ich habe zu Recht eine Frage gestellt. Man könnte jetzt ja versucht sein, diese Preise einfach mit seinem Gewinnausschlag zu kalkulieren, vielleicht noch ein paar Preisspielräume einzuplanen, also Rabatte, Skonti, die Umsatzsteuer draufschlagen und dann den Preis am Markt anzubieten. Dann stelle ich auf jeden Fall sicher, dass die Produkte alle Kosten decken, wenn sie alle verkauft werden. Aber wie wir ja nun wissen, ist der Marktzyklus ein bisschen anders. Dort, wo Angebot und Nachfrage sich treffen, dort wird der Austausch stattfinden. Und der Preis ist die Zahlungsbereitschaft für den Nutzer, also für den Nachfrager. Das heißt, je nach Branche kann es sein, dass die Nachfrager gerne mehr bereit sind zu zahlen, als ich gerade ausgerechnet habe. Also, das ist eher meine langfristige Preisuntergrenze, die ich beachten sollte, wo ich meine Preise, meine Selbstkosten pro Stück nicht unterschreiten sollte. Also, vielen Dank fürs Mitdenken und bis zum nächsten Mal.